Ausland, Ausland! Yeah, 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 yeah! Das sind Pferdefreunde, Freiheit und Spaß, hier fühlen wir uns zu Haus. Auf dem Rücken der Pferde, den Wind im Gesicht, reiten wir gemeinsam aus. Aztek, wo bist du? Heute in Horseland. Aztek läuft weg und entdeckt, dass es in der Wildnis gefährlich und beängstigend sein kann. Und wenn wir ihn doch nicht finden? Vielleicht ist er verletzt. Wir laden euch herzlich ein zum Abendessen hier auf Horseland. Deins riecht besser. Erstklassiger texanischer Bohneneintopf. Riecht köstlich. Darf ich auch mal probieren? Du hast dein eigenes Futter, Angora. Aber deins riecht viel besser. Ja! Angora, bist du verrückt? Mein ganzes Futter ist verspritzt. Wie kommt es bloß, dass man immer das haben will, was den anderen gehört? Ja! Tofu. Seit wann gibt es Bohneneintopf mit Tofu? Und wenn man es dann hat, erlebt man oft eine bittere Enttäuschung. Und nicht nur bei texanischem Bohneneintopf. Diese Erfahrung musste nicht nur Aztek machen, sondern Sarah auch. Ist das, was man will, wirklich besser als das, was man hat? Sehr gute Piaffe, Aztek. Und jetzt noch die Seitwärtsbewegungen. Versuch mal eine schöne Pirouette. Exzellent! Und nun einen fliegenden Wechsel. Gut gemacht. Aber das können wir noch besser. Na komm, Junge! Benny und Aztek trainieren ja immer noch. Dabei haben sie schon ganz früh angefangen. Siehst du, wie Aztek seinen Kopf hängen lässt? Ich habe das Gefühl, er hat genug. Er sieht müde und hungrig aus. Hey, sagte ich hungrig? Es ist Zeit fürs Mittagessen. Ich bin schon halb verhungert. Ui! Na, du hast ja einen Appetit. Pass auf, dass du dich nicht überfrisst, Aztek. Hey, hab ich mir verdient. Ah, Dressur ist doch einfacher, als den ganzen Tag Zäune zu kontrollieren. Kann sein, aber du bist nicht den ganzen Tag eingespannt. So wie ich, weißt du? Das Training macht mir nichts aus. Es ist nur das, das Eingesperrtsein. Stell dir vor, keine Pflichten, tun, was du willst, auch mal faul sein. Nimm dir mal ein Beispiel an Sarah. Sie arbeitet seit früh am Morgen. Sie hilft Willi, den wilden Hengst zu zähmen, der gestern hergebracht wurde. Sarah ist glücklich hier. Ja, aber ob der Mustang hier auch glücklich wird? Nach seinem freien Leben in der Prärie? Hey, Junge. Alles okay. Ja, jetzt schön stehen bleiben. Ruhig, ganz ruhig. Mein Fehler. Ich habe mich zu schnell bewegt. Er scheint aber doch noch sehr wild zu sein. Ach, bei den Jungs, die ihn hergebracht haben, war er eigentlich schon recht zahm. Er kennt uns bloß noch nicht, stimmt's? Na, ganz so zahm ist er noch nicht. Hey! Na, habt ihr beiden heute noch nicht genug trainiert? Nein, Übung macht den Meister. Kommt er mit ihm zurecht? Das Pferd fängt an, Willi zu vertrauen. Er will es vielleicht morgen schon mit dem Sattel versuchen. Wow! So ist brav. Wann hast du gelernt, ein Pferd zu zähmen? Letztes Jahr, als ich bei Onkel Tim war. Seitdem kann ich's. Und woher hast du den Mustang? Aus dem Westen, da gibt's noch jede Menge wilder Pferde. Und viel zu wenig Weideland. Deshalb ist er auch so dünn. Nie genug zu fressen, was, Junge?
Die Ranger fangen und zähmen die Pferde und suchen ihnen dann ein schönes neues Zuhause. Er weiß auch schon, wie sich das Gewicht eines Reiters anfühlt. Wieso das denn? Die Ranger packen ihm einen Sack mit Getreide auf den Rücken. So gewöhnt er sich an das Gewicht. Er ist wirklich schön. Guck dir seine Zeichnung an. Oh. Hallo? Oh, hi Mama. Hey Benny, hilfst du mir Heu und Wasser herzuholen? Klar. Kann ich Aztec hier lassen, wenn ich ihn anbinde? Natürlich. Die beiden werden sich schon vertragen. Ist gut. Dann bis gleich. Wow. Was ist denn? Ich habe ein Vorstellungsgespräch an der Starnhorst-Akademie. Das ist die exklusivste Reitschule weit und breit. Wie schafft man das? Sie haben mich beim letzten Wettkampf gesehen und mich jetzt eingeladen. Echt Wahnsinn. Bist du aufgeregt? Sag schon. Ja. Und wie? Ich meine Starnhorst-Akademie. Das ist wie ein Traum. Meine Mutter, ich muss gehen. Drück mir die Daumen. Viel Glück. Oh, ich freue mich sehr für Sarah. Aber wenn sie geht, wird sie mir fehlen. Ja, mir auch. Jetzt holen wir Heu. Klar. Hast du einen Namen? Puma. Mann, das ist nicht schlecht. Ich bin übrigens Aztek. Wie ist es in der Prärie? Fantastisch. Naja, vielleicht ein bisschen wenig Futter. Dafür ist es aber total frisch. Keins von diesen Fertiggerichten. Obwohl ich sagen muss, es schmeckt wirklich gut. Naja, und wo schläfst du? Immer da, wo ich müde werde. Am liebsten unter freiem Himmel. Keiner sagt dir, was du zu tun oder zu lassen hast. Außer dem Boss der Herde natürlich. Ich hab ja auch einen Boss. Er ist ein Mensch. Er nimmt mich richtig hart ran. Draußen zwingt dich niemand zu nichts. Du kannst tun und lassen, was du willst. Du bist frei. Dein Futter musst du dir allerdings selber suchen. Tun und lassen, was ich will, muss ein tolles Gefühl sein. Super Gefühl. Der Wind in deiner Mähne. Freiheit. Freiheit. Die wünsche ich mir. Auch du kannst frei sein, wenn... Hey, was soll das? Jetzt ist Schluss. Ich will endlich frei sein. Danke, Puma! Du solltest von Aztec nicht zu viel verlangen. Ich weiß, aber wir kommen irgendwie nicht weiter. Und das bedeutet, wir müssen einfach viel mehr üben. Denk dran, man darf ein Pferd nicht überfordern. Ihr seid ein Team. Er ist nicht dein Sklave. Oh mein Gott, Aztec ist weg. Er hat sich losgerissen. Aber er ist doch noch nie weggelaufen. Aztec, wo bist du? Aztec! Also das ist sie, die Starnhorst-Akademie. Wow. Wow. Juhu, ich bin frei. Ich kann tun, was ich will. Ich bin frei. Ich kann ihn einfach nicht finden. Ich auch nicht. Und es wird dunkel. Er ist bestimmt nicht weit weg. Ich wette, er kommt zurück, wenn es ihm zu kalt wird. Und zu nass. Oh ja, ich bin frei. Und fast erfroren. Boah, wenn ich da an meine schöne warme Box denke. Was war das? Halt doch den Schnabel. Hat man denn hier nirgendwo seine Ruhe? Warte! Hörst du nicht? Ich brauche jemanden zum Reden. Warum ist Aztec weggelaufen? Ich begreife das nicht. Wer weiß, was in diesen großen Pferdeköpfen vorgeht. Ich sage dir... Katzen sind die einzigen intelligenten Wesen. Tatsache ist, Schweine sind klüger als Katzen. Klüger als Katzen? Oh! Und so elegant. Und? Keine Spur, absolut nichts. Oh. Du bist müde.
Und wie? Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Mein Vater ist mit dem Pferdetransporter unterwegs und fährt die ganze Gegend ab. Wir haben überall angerufen, beim Forstamt, der Polizei und den Leuten vom Tierschutzverein. Mehr können wir im Moment nicht tun, Benny. Ich habe ihn überfordert. Deswegen ist er weggelaufen. Hey, ist was passiert? Aztec ist weg. Wir haben schon überall nach ihm gesucht. Oh, Benny, das tut mir leid. Erzähl mal, wie war's in Starnhorst? Das hat Zeit. Erstmal müssen wir Aztec finden, oder? Also gut, wir suchen weiter. Wir bilden zwei Gruppen. Jede Gruppe reitet in eine andere Richtung. Benny, du kannst sicher sein. Wir werden ihn schon finden. Klar. Wollen's hoffen. Ganz sicher. Leute, ich hab gar kein Pferd. Du reitest Garlet. Ich bleibe hier, falls er gefunden wird. Danke, Sarah. Versuchen wir unser Glück. Hier muss es doch irgendwo was Anständiges zu fressen geben. Seit ich frei bin, habe ich nichts als Stress. So ein Mist. Hey, sieh dir das an. Hallo ihr. Schön, euch zu sehen. Na, wie geht's? Hallo, bist du neu hier? Ja, sehr neu. Ich bin Aztec. Hi, Aztec. Ich heiße Mesa. Sehr erfreut, Mesa. Ich auch. Woher kommst du? Du bist nicht aus dieser Gegend, oder? Nein. Hast du eine eigene Herde? Ich meine, da, wo du herkommst? Naja. Hey, gibt's hier irgendwas Gutes zu fressen? Ganz bestimmt. Saftiges Gras und wilden Hafer und noch anderes Zeug. Nur, man muss schon wissen, wo man das findet. Tja, gutes Futter wird immer knapper. Oh, oh, Aztec. Was willst du hier? Du gehörst nicht zu uns. Jetzt mach, dass du wegkommst. Bitte, Chaco. Lass ihn doch. Er ist nett. Deine Mutter wartet auf dich. Ich kümmere mich um ihn. Hey, lass sie in Ruhe. Und jetzt verschwinde. Wir brauchen niemanden, der uns das letzte Futter wegfrisst. Gut, verstehe. Ich gehe schon. So ein Idiot. Mach's gut, Mesa. Viel Glück. Na du? Schmeckt es dir? Begrüß mich doch mal. So ist brav. Ich weiß, dass du mich verstehst. Und du weißt, wo Aztec jetzt ist. Wollen wir beide ihn suchen, Puma? Hallo? Ja? Komm nicht. Ja, ja, ich weiß. Ich hab's mir anders überlegt. Ich möchte hierbleiben. Mama, können wir später darüber reden? Dann erkläre ich dir alles. Sagen wir mal so, es ist nicht mein Ding. Tut mir wirklich leid. Mach ich. Oh Mann, das wäre geschafft. Was meinst du, wollen wir beide erstmal miteinander versuchen? Wie fändest du das? Wo es gutes Futter gibt. Mesa, was machst du ganz alleine hier im Wald? Mesa, lauf weg, schnell! Lauf! Mesa!
wird Zeit, dass ich mich verabschiede. Es war mir eine Ehre. Danke, Chaco. Wo ist Mesa? Ah, da bist du ja, meine Kleine. Alles in Ordnung? Gut. Dank deiner Hilfe. Alleine hätte sie sich vor den Bären nicht retten können. Wir sind dir sehr dankbar. Ich möchte mich außerdem bei dir entschuldigen. Und, wir alle, wir wollen, dass du bleibst. Wow! Solange du dir darüber klar bist, dass ich hier der Boss bin. Bleibst du hier? Bitte, Aztek. Tja, ich, Und wenn wir ihn doch nicht finden? Wir finden ihn. Vielleicht ist er verletzt. Ist er nicht. Und wenn er... Penny! Oh. Willi! Sarah? Das ist ja Puma. Ja. Und zahm wie ein Schaukelpferd. Puma und ich ahnen, wo Aztek sich versteckt. Aztek, du musst dich entscheiden. Wirst du bleiben? Tut mir leid. Ich kann nicht. Aber danke für das Angebot. Es fällt mir schwer, euch zu verlassen. Besonders dich, Mesa. Es ist sehr schön hier draußen, wo ihr lebt. Wirklich. Aber ich möchte nach Hause. Zurück zu meinen Freunden. Das verstehe ich. Leb wohl, Aztek. Vielen Dank nochmal. Ich werde dich vermissen, Mesa. Versprich mir etwas, bevor ich gehe. Dass du nie wieder wegläufst. Denk an den Bären und bleib immer bei deiner Herde. Ja, das werde ich, Aztek. Versprochen. Auf Wiedersehen. Die Frage ist, wie ich jetzt nach Hause komme. Warum glaubst du, dass Aztek hier ist? Das ist das Gebiet der Wildpferde. Und genau hier gibt's was zu fressen. Ehrlich, ich glaube nicht, dass wir ihn hier finden. Warum reiten? Hä? Aztek! Aztek! Ich kann's nicht fassen. Wir haben dich gefunden. Komm, Puma. Warte hier einen Moment. Bin gleich zurück. Na, Puma? Möchtest du nicht einfach losrennen zu deiner alten Herde und wieder in Freiheit leben? Nein. Es ist zwar schön, in der Wildnis zu leben, aber es ist viel schöner, immer genug zu fressen zu haben. Und wisst ihr was? Menschen sind viel netter, als ich gedacht habe. Unsere sind nett. So, Puma, was hältst du davon? Gefällt dir das? Du hast ein bisschen zugenommen. Regelmäßiges Futter hat doch was, oder? Willst du den Sattel mal ausprobieren? Was meinst du, Puma? Alles okay bei dir? Du bist großartig. Hey, ich habe ganz vergessen zu fragen, wie war's in Starnhorst? Ja, sag mal, haben sie dich genommen? Wisst ihr, mir hat es da überhaupt nicht gefallen. Die waren da alle so ehrgeizig. Es ging nur noch ums Gewinn. Und sie waren überhaupt nicht nett zu ihren Pferden. Ich hatte ein bisschen Angst, es meinen Eltern klarzumachen, aber sie haben's dann auch verstanden. Ich bleibe hier. Hier fühle ich mich wohl und hier sind alle nett zueinander, Pferde wie Menschen. Super, das war klasse, Aztek. Mann, bin ich froh, dass du wieder da bist. So, und jetzt reicht's für heute. Man soll's ja nicht übertreiben. Na, keinen Hunger? Du willst weitermachen, hä? Ganz wie du meinst. Du bist der Boss. Könntest du dir Horsland ohne Aztek und Sarah vorstellen? Nein, das kann ich mir ganz und gar nicht vorstellen. Ich ja.
Oh, Angora, das ist nicht dein Ernst. Man sollte alle Bewohner von der Pferderanch vertreiben und eine Schönheitsoase für Katzen draus machen. Die Katzenranch. Katzenranch? Aber dann müssten Chef und ich ja auch gehen. Stimmt, das hatte ich völlig vergessen. Naja, man muss sowas ja auch nicht sofort entscheiden. Tja, dann bleibt erstmal alles beim Alten auf der Pferderanch.